sun. Why don't you come out? Why don't you feel good? Yeah, you know you ought to now. You say that you love me, but you're just too high. Guten Morgen. Wir haben dann normalerweise diverses Getier in unserem hellen Vorzelt, aber das hatten wir noch nicht. Eine Maus? Mhm. Ein richtig großer Grashüpfer. Weil er sieht aus wie gepanzert, wie vom Militär. Die normalen haben nämlich nicht so einen fetten Stachel. Wandert er? Ja. Guten Morgen. Heute fahren wir ans Festland und es geht wieder nach Hause. Nein. Wow. Das passiert uns so oft, dass einer runtergeht, egal ob wir komplett runtergehen oder nur Toilette oder irgendwas, dass sie den Schlüssel vergessen fürs Auto. So mühsam. Aber das haben wir irgendwie noch nicht verinnerlicht. Guten Morgen! Morgen! Dieser Kräutergeruch, wenn man da diese Straße fährt, besonders auch weil der LKW ein bisschen breiter ist und somit das Gras auf der Seite, die Kräuter auf der Seite so ein bisschen berührt und dass dann so eine große Duftwolke hinter sich nachzieht, aber auch wenn wir so alleine fahren, riecht es teilweise so intensiv nach Thymian, Rosmarin und anderen Sachen. Und das ist so Kroatien, finde ich. So, wir stellen uns jetzt schon bei der Fähre an, sie geht zwar erst in 2 Stunden, aber man kann sich ja mal rein. Egal, nehmen wir uns von der Bekarin. Ja, die Karin ist stark unterversorgt mit Nahrung. Und dann bleibt ihr da und wir kommen zu Fuß rüber. So, wir stehen jetzt in der ersten Reihe. Am 2. Platz. Den ersten haben wir mit so 2 Kanistern von uns reserviert. Mal schauen, ob das irgendjemanden interessiert oder ob, wenn wir zurückkommen, einfach da ein Auto steht. Was ja auch nicht so verkehrt wäre. Ja, weil das wäre eigentlich für Karlchen reserviert. Weil es ein bisschen sinnlos ist, wenn wir jetzt die Ersten sind und dann eben uns ganz hinten in der Schlange anstellen. Und da sieht man eigentlich, wie klein die Insel ist. Wir sind jetzt am östlichsten Ende und super, da sind wir angekommen. Das ist fast am westlichsten Ende. Und das sind eben nur 38 Kilometer. Da. Auf zum Strand.
noch nie anders gemacht. Tja, Karin ist eine Gazelle. Marina und Michael haben so E-Roller. So cool. Also es ist erstens mal mega spacig aus mit so einem fetten LED-Streifen da. Ja, sag, was du machst. Und ich fahre jetzt noch eine Taucherbrille holen. Das war's so schön. Viel Spaß. Am besten über die Straße, haben sie gemeint. Oh mein Gott. Also mit den Kanistern hat eigentlich gut geklappt. Jemand hat die Kanister zu unserem Auto gestellt, aber trotzdem ist der Platz noch frei. Da kommt schon unsere Fähre. Autos auf die Fähre, also das geht sich locker aus. Und in 14 Minuten startet Boarding, also ein Café geht sich auch noch aus. Genau. Und beides kostet das gleiche. Ja, diesmal haben wir gleich viel bezahlt. Und dann haben wir gestern die Reportage per Zufall gesehen. Ja, Dankeschön auch an Marina und Michael nochmal, dass sie uns mit dieser 5D Mark III filmen lassen. Vor allem, sie haben ein 16-35 Objektiv, das eben auch den Weitwinkelsensor gibt, eben dieses unglaublich weite Bild und auch die Bildqualität und mit ISO, es ist alles so toll. Also ja, und es ist wirklich immer eine Freude auch damit zu filmen, und wenn wir mit ihnen unterwegs sind, ist echt super. Also immer noch diese Berge da ganz nah neben dem Meer und unten dieser kleine Streifen von Besiedelung, ist so schön. Es ist schon ein bisschen traurig, den jetzt zu verlassen. Das hat es wirklich gut gefallen. Also das ist jetzt Makaska, und wie schön dieser kleine Ort ist, das beeindruckt uns wirklich. Das hätten wir nicht gedacht. Macht es gut. Ja. Wir machen dann die nächste Planung. Genau. Wohin soll es gehen? Familie. Die Welt ist groß. Aber im Winter ist nicht so viel Auswahl. Das stimmt. Ja. Afrika ist, glaube ich, schon ein ganz guter Kontinent. Aber jetzt könnte auch mal nach Norwegen kommen, im Winter, mit dem Koffer. Das geht auch. Sie fahren da jetzt ab auf die Autobahn. Wir fahren auf der Landstraße weiter. Baba, war ein schöner Urlaub.